zerstört und komplett verlassen. Fast komplett. Die Stadt Lutsch, ehemals ein blühender, lebhafter Ort. Jetzt nichts als Trümmer. Mehr als 1000 Menschen lebten, lachten und arbeiteten hier. Eine Schule, ein Kindergarten, sogar ein kleiner Freizeitpark. Nichts ist mehr übrig. 95% der Bevölkerung flüchteten aus Lutsch. Wer blieb, lebt fortan in Bunkern und Kellern unter der Erde, während oben der Krieg tobt. Im November die scheinbare Erlösung. Russlands Armee zieht sich zurück. Der Frieden trügerisch. Gefechtsalarm und Flugzeuge über der Stadt gehören hier zum Alltag. Ein Ort, der zwar heute frei, aber nach Russlands verheerendem Angriff im letzten Jahr noch lange nicht wieder lebensfähig ist.